so nach ein paar Minuten, dass du vielleicht drückst und dann nochmal den Status siehst. Aber er das generell abstellt, um Akkulaufzeit zu sparen, also oder die Akkulaufzeit zu verlängern sozusagen, damit er nicht so viel Strom verbraucht, kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe mal, bin mal guter Dinge, ich gehe mal davon aus, dass das aufzeichnet. Oh, und wenig, Alter. Oh, ich weine. Dann kann ich morgen oder am Wochenende direkt nochmal die gleiche Fahrt veranstalten. Aber ist schon geil. So, dann kann ich nämlich, das ist nämlich das Geile, so, dann kann ich euch, dann seht ihr auch das, was ich sehe. Ich muss nicht immer anhalten. Ich habe ja sonst immer angehalten, Handschuhe aus. Muss ich jetzt hier weg? Ne, ich muss noch eine weiter. Handschuhe aus, Handy raus, aufgenommen. Jetzt hat's auch. Jetzt hat er ein bisschen einen kleinen Schlinger gekriegt vorne. Da war mir jetzt ein bisschen schon anders zumute. Mal gucken hier. Nicht, dass hier so ein dummer Fahrradfahrer angeschissen kommt. So. Hey Mensch, was rutscht denn die so? Ich habe so echt das Gefühl gehabt, dass die jetzt rutscht. Keine Ahnung. Ja, die Reifen sind noch nicht warm. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich bin ja auch nicht schnell gefahren. Hey, das war jetzt komisch. Ich weiß nicht, die wird nicht gerutscht sein. Also die hätte ich wahrscheinlich nicht gefangen so. Aber mir kam es so eigenartig vor. Ich weiß es nicht. Mann! Manchmal ist es, hat er mich jetzt geblitzt, weil ich 38 statt 30 gefahren bin. Er soll sich nicht ins Hemd scheißen. Naja. Ja, und das ist ja auch, hey, ich, meine größte Angst ist eigentlich, die Karre wegzuschmeißen. Das ist so, was mir wirklich, hey, was mir das Herz brechen würde, wenn die Karre da irgendwie wegfliegt. Ja, irgendwie vorderradtechnisch, keine Ahnung. Ob ich nachher mal irgendwann eine Tanke, mal einen Luftdruck prüfe. Das kann sein, das sollte ich mal wieder machen. War ganz eigenartig. Ja, wie gesagt, das ist halt meine große Angst, die Kiste irgendwo wegzuschmeißen in der Kurve. Oh, hey. Abgesehen davon, dass du dich vielleicht verletzen kannst und so, aber dann die Karre kaputt und keiner da und ich fahre ja mal allein, ja, das ist ja auch immer so. Oh, hier, Kollege, bin ja mal allein unterwegs, was auf der einen Seite gut ist, gerade als Fahranfänger, ich würde auch jedem Fahranfänger empfehlen, also meine Meinung, also es ist meine Meinung als Fahranfänger, fahrt alleine, lernt die Maschine kennen, kümmert euch um euch und das Motorrad und nicht um einen, der vorausfährt wie ein Geistesgestörter oder einer, der von hinten schiebt. Kümmert euch allein um eure Kiste. Manchmal ist es gut, wenn einer vorfährt, dass du die Linie siehst oder so. Das mag sein, aber ich bin kein Freund. Ich bin mal mit einem Kumpel gefahren, mit dem mit der Super Duke. Der hat da Gas gegeben ohne Ende. Da bin ich nicht nahe gekommen, also ich meine, gut, mit meinen 70 PS sowieso nicht, aber er ist gefahren wie ein Henker. Mir war das nichts, ich wollte aber dranbleiben, ja, und dann war es auch halt scheiße, waren drei Autos vor uns, er zieht natürlich als erster auf der Geraden an den drei Kisten vorbei. Kann er ja auch, erstmal hat er die PS und zweitens ist er der Erste, der losmacht. So, ehe ich das mitgekriegt habe, ist die ganze Sache ja natürlich schon ein paar Meter weiter gerollt. So, unten kam eine Kurve, dann kam mir auch noch ein Auto entgegen. Also, ich habe geschluckt, muss ich sagen. Dann bin ich dann so,
Was ist denn die? Jetzt ist die wieder gerutscht. Ohne Witz. Ist da noch irgendwas am Rad? Weil ich stehe ja im Wald und die Bäume, da kommt manchmal Harz runter oder sowas. Und habe ich jetzt auch nicht geguckt, ob da was auf den Reifen ist. Aber ohne Witz, Alter, die ist jetzt, die fühlt sich komisch an. Aber luftdrucktechnisch würde ich sagen, ist es okay. Also ich weiß nicht, was das ist. Auf alle Fälle, wenn wir mal eine Tanke irgendwo sehen, müssen wir mal rechts ran, also rein, um mal gucken, ob der Luftdruck stimmt. Am Anfang hatte ich viel Angst so mit dem Wind, weißt du, ich bin mit der Karre dann gefahren und dann kam eine Windböe und dann denkst du, Alter, die schmeißt dich um. Ach scheiße, das passiert nicht, aber und dann war ich auch verkrampft und so, aber das ist ja alles weg. Also ich fahre jetzt 2,5 Monate und ich fahre viel, ich habe jetzt 3100 Kilometer runter. Ich denke mal, das ist schon nicht, und ich fahre ja nicht jeden Tag, aber wenn ich fahre, dann fahre ich halt, ja, weite Strecken lang und so, also das passt schon. Oh, hier ist eine Tankstelle. So, wo haben die jetzt ihre Luft? Staubsauger sehe ich. Ach da, okay. Da tuckern wir mal hin und prüfen mal die Luft. Sollte passen, denke ich. Das ist. Aber es war gerade wieder so ein rutschiges Gefühl. Also ich weiß es nicht. Das bilde ich mir doch nicht ein, Mann. Das kann doch gar nicht sein. Und das macht mich halt ein bisschen stutzig so. Wir werden gleich sehen. Das ist ja nicht mal, dass die hinten rutscht. Die ist vorne irgendwie gerutscht. Und was ist das? Was ist das für ein weißes Gespritze dort an dem Reifen? Was soll das sein? Ich verstehe das nicht. Wo kommt das her? Was ist das? Hä? Was ist das? Kein Mensch weiß es. Uiuiui. Zum Glück ist es heute nicht ganz so warm. Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Das Ventil da oben. Ach Mann. Ist es hinten wenigstens ordentlich? Nee, auch nicht. Muss ich die Karre nochmal bewegen. Komm, gucken. Wo bist du? So können wir es lassen. Gut. Ich hasse das auch, weil du kommst hier irgendwie. Es müsste eigentlich winklig sein. Warum sind die Dinger nicht winklig? So rechter Winkel irgendwie, dass du die halt drauf steckst. Jetzt stiebeln die immer hier oben so rum. So, was haben wir hinten drauf? Zwei, fünf. Passt eigentlich. Ist eigentlich okay. Das ist fast ein bisschen zu viel, oder? 2,5, das ist ja. Hinten kriegt die 2,5 und vorne 2,25. Aber ich glaube nicht, dass es am Luftdruck lag. Das glaube ich einfach nicht. Weil ich habe letztens schon mal geguckt, ist zwar eine Weile her, aber die halten den Luftdruck relativ lang. Also ich habe dann noch nie großartig hier nachpumpen müssen. 2,25. Ja, ja, gut. Das war's nicht, definitiv nicht.
Ja, schön, schwarze Hände, geil. Ich liebe es. Ich habe die erst gewaschen, vorgestern. Aber sind ja auch hier, diese Schläuche sind ja auch manchmal so eigenartig schwarz. Ja, keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Aber es war kein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich rutsche gleich aufs Maul. Ich weiß nicht, was da los war. Mal gucken. Ja, die sind noch nicht richtig warm. Manchmal habe ich so ein Gottvertrauen, gerade wenn ich jetzt schon ein paar Kilometer auf dem Buckel habe, jetzt so Kiste warm gefahren, die Reifen warm, dann gehe ich schon in die Kurven schön rein und da habe ich auch keine Angst, aber gerade eben ist mir das Vertrauen in die Sache ein bisschen abhanden gekommen. Komm, wir fahren über den Radweg. Oh, Radfahrer, meine Freunde. Ohne Witz. Ich bin selber auch früher sehr viel Fahrrad gefahren. Aber ich habe trotzdem immer, wenn ich so eine Seitenstraße passiert habe, bin ich immer vom Gas in Anführungsstrichen. Weil wenn da ein Auto rausgepallert kommt, bist du matsch. Und da zog einer an mir vorbei, wie ein Vollbekloppter. Den juckte das gar nicht. Ey. Nee, Radfahrer sind für mich, also man muss es so sagen, also es ist ohne Witz, die größten Vollidioten, die sich auch ihre eigenen Verkehrsregeln machen. Die fahren so, wie es ihnen gerade in den Kopf passt. Ist da ein Fußgängerweg, fahren die Fußgänger. Und ist eine Straße, fahren sie auf der Straße. Also die machen sich ihre Verkehrsregeln so, wie sie es wollen. Dunlop, Sportmax, Roadmax 2, so. Wir hätten gerade mal gucken können, steht ja dran. Aber so in der Art, so heißen die Scheißdinger. Weiß ich auch nicht so richtig. Also heute bin ich irgendwie, das war keine gute Aktion, was das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gerutscht bin. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber es fühlte sich so an, ohne Witz. So, jetzt haben wir 3111. Sollen wir langsam mal so im Bereich, jetzt können wir so bis 5.000, 6.000 mal drehen lassen und vielleicht gesagt, ja gut, wenn jetzt hier der Asphalt schmierig gewesen wäre, aber das war ja nicht. Das war nicht so ein schmieriger, glänzender Asphalt, den du manchmal hast bei großen Temperaturen. War alles okay so. Kollegin, die habe ich gar nicht gegrüßt. Ich
grüße sonst alle. Ja, weiß nicht, Rollerfahrer habe ich manchmal so ein bisschen meine Bedenken. Ne, Rollerfahrer grüße ich glaube ich nicht. Kann schon mal passieren, weil es gibt ja auch die großen Dinger, wo du denkst, ey, kommt eine Maschine. Ah, es ist, naja, ist egal jetzt. Es ist ja nicht so, dass ich die nicht grüßen würde. Das Dumme ist nur, die grüßen nicht zurück sozusagen. Ja? Die sind es, glaube ich, nicht gewohnt oder wollen es auch nicht oder was. Also ich grüße jeden, der hier auch mit einer Simme kommt oder mit einer Schwalbe oder sowas, wird gegrüßt. Ja? Aber die Typen auf dem Roller sind mir ein bisschen suspekt. Die kennen das, glaube ich, auch gar nicht, dass die gegrüßt werden und von daher... So, erstmal wieder ein bisschen lang machen auf der Maschine hier. Die Lederklamotte ein bisschen stretchen. Oh, so. Ja, ist schon wieder schön warm heute. Ja, auf alle Fälle bleibe ich noch mindestens ein Jahr Fahranfänger. Also ich glaube, also mindestens. Und mein nächstes Bike, ich habe schon mir ein Traumbike ausgesucht. Ob ich das jemals fahren werde, steht natürlich noch auf dem anderen Blatt. Hier auch wieder, sind das hier Spurrinnen, sag mal. Die haben, was haben denn die hier gemacht, Alter? Irgendwie ist heute komisch, ich weiß es nicht. Nee, warte, ich... Nee, wir müssen geradeaus. Wir müssen geradeaus. Ja, da wollte ich mir nämlich eigentlich so... Eigentlich mein Traumbike ist eigentlich eine Ducati V4S oder sowas in der Art. Aber... Weiß nicht, 32.000, die habe ich nicht. Ich glaube, das werde ich in diesem Leben nicht mehr zusammenkriegen. Und dann, naja, ist ja auch die Serviceleistung und alles, ist ja Ducati-Preise. Was mir schon... ja, wahrscheinlicher sein könnte, ist dann die BMW S1000 Doppel-R. Und das Gute bei der ist auch die angenehme Sitzhöhe von 824 mm, was mir sehr entgegenkommt, weil ich ja nicht die längsten Beine der Welt habe oder nicht mal im Ansatz lange Beine. Und ich möchte schon so mit beiden Beinen relativ gut auf die Erde kommen. Das ist hier bei der Ninja, ist das kein Problem. Die hat 790 mm Sitzhöhe. Absolut, absolut ideal für mich. Ja, und die 82,4 cm, also die 824 mm, die sollten auch noch passen. Aber bei der Ducati, die hat glaube ich 850 mm, das ist dann schon wieder, das wird glaube ich nichts. Das Vorderrad hat auch irgendwie solche Spritzer abgekriegt. Alter, was ist denn das? Wo kam denn das her? Das muss von, ja, von links irgend so ein Volltrottel damit irgendwas rumgesprüht haben. So, den Helm schön zuklappen. Ich glaube, da geht noch eine Krappe so jetzt. Dass der Wind nicht so direkt aufs Mikro pfeift. Bin mal echt gespannt, wie die Aufnahme wird. Ich glaube, ich lache mich kaputt. Also ich habe ja jetzt auf YouTube ja schon einige Jahre auch so Gaming-Zeugs. Das war am Anfang sehr komisch, so dich selbst zu sehen oder selbst zu hören. Mittlerweile ist es kein Thema mehr, hast dich daran gewöhnt. Wenn man sich das erste Mal hört oder so auf einer Aufnahme audiotechnisch, dann denkt man sowieso, ey, so quatsche ich doch gar nicht, so klinge ich doch gar nicht. Aber mittlerweile sage ich, ja, genau so höre ich mich an.
Und aber sowas wie jetzt so ein Moto-Vlog habe ich noch nie gemacht. Es ist heute Premiere. Ich bin da echt mal gespannt, wie das aussieht, wie ich mich anhöre. Unterm Helm ist es ja wahrscheinlich dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Und vor allen Dingen, ja, wie lange läuft die Kamera, ja, wie lange kann ich hier aufnehmen? Akkuzeit, also ich habe jetzt eine 256 GB SD drin, da kannst du, glaube ich, 6 Stunden aufnehmen, hat die mir gesagt. Ja, also hier die Cam oder so. 6 Stunden Aufnahme sind möglich, das schafft der Akku natürlich nicht. Ich habe mir dann ja noch direkt gleich eine Ladestation und 2 Zusatzakkus geholt. Er guckt nicht, er grüßt nicht, okay. Ist nicht sein Ding. Ich grüße immer. Also alle Biker so, ist für mich auch so. Ist ja nicht bloß so, dass man sich grüßt. Ich habe letztens irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie unter so ein YouTube-Video geschrieben, da ging es auch, warum grüßen sich die Biker und so. Für mich steckt ja auch immer noch so ein, nicht bloß grüß dich Kumpel, sondern halt auch, ich wünsche dir eine gute Fahrt, Kollege. Komm gut zu Hause an. Das steckt bei mir im Gruß noch mit drin, so. Als Zusatzleistung, kostenlos. Feldküche. Was kostet's hier? Was kostet das? Costa! Super, 1,95, Alter. Esso. Naja, kannst du nicht tanken gehen, Alter. Letztens auch. Das war nicht mal super. Da war ich aber auf der Rückfahrt von der Scheune, was ich...